Ja, hallo, hallo, hallo zusammen. Willkommen hier auf dem Aniboy-Kanal. Mein Name ist Chrissy Chris und wie ihr schon gesehen habt, ich probiere mal hier ein neues Game aus. Ich dachte mir, ich stöber mal ein bisschen im PlayStation Store, was es da so Neues gibt und habe dann Jankbrain entdeckt. Ich habe vorher noch nie was davon gehört, habe nur kurz gelesen, dass es da um ein Run-Gun-Game geht. Plattformer quasi. Ich stehe total auf Plattformer, wie ihr vielleicht schon wisst, wenn ihr den Kanal ein bisschen verfolgt. Ja, ich weiß auch sonst überhaupt gar nichts über das Spiel. Ich habe mir den Trailer im PlayStation Store exakt 15 Sekunden angeguckt und wollte das Spiel dann unbedingt haben. Da ich dann aber ein bisschen knapp bei Kasse war und nicht mal die 4 Euro übrig hatte, hat meine Sugar Mama mir ein bisschen unter die Arme gegriffen, aka meine Freundin. Und hat die 4 Euro gerne für mich ausgegeben, um mich damit zu unterhalten und natürlich auch euch. Ja, ich würde sagen, wir starten das Game dann einfach mal und gucken, was so passiert, ne? Okay, also verschiedene Save-Files, wir haben noch gar nichts. Man kann scheinbar irgendwelche Goldbarren sammeln, Silberbarren, irgendwelche komischen Tabletten. Ja, wir werden sehen. Starten wir den Scheiß einfach mal. Okay, cool. Also, wir spielen scheinbar ein Mitglied der Alien-Rasse mit ganz riesigen Gehirnen, offensichtlich, namens Jankbrain. Eigentlich eine Rasse, die andauernd nur aufgrund ihres hohen Intellekts rumphilosophiert und rumsitzt und debattiert und sowas. Aber Jankbrain hatte halt keinen Bock darauf und wollte lieber primitive Planeten erobern und hat dann halt auch den richtigen gefunden, nämlich die Erde. Ja, dann checken wir direkt mal ab, was hier im Level 1.0 wahrscheinlich, also Tutorial-mäßig, so abgeht. Ah, ne. Okay. Also 1.1 dann. Jankbrain Training. Alles klar. Okay, gespielt wird also mit D-Pad oder Analogstick. Wenn ich es mir aussuchen kann, spiele ich eigentlich solche Spiele immer mit D-Pad. Vielleicht liegt das an meinem Alter, ich weiß es nicht. Ah, nice. Oh, man kann einen Doppelsprung scheinbar machen. Jo. Ja, zu jedem guten Plattformer gehört heutzutage der Doppelsprung. Weiß man ja. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier irgendwie auch alle Gegner besiegen muss oder so. Ah, da hätte ich wahrscheinlich... Also, da komme ich auch so hoch. worauf wollte ich hinaus? Genau, ich weiß nicht, was ich hier alles... Ob ich alles sammeln muss und so weiter, weil... Ah, ich habe jetzt ein Upgrade für meinen Shoot. Man kann auch Walljumps machen. Okay, aber das will ich eigentlich... Oh, man kann Walljump und Doppelsprung machen. Ich bin eigentlich ja eher so von der Fraktion der Trophäenjäger. Hab mich aber überhaupt noch gar nicht hier mit den Trophäen befasst. Deshalb, wie gesagt, keine Ahnung, auf was ich hier eigentlich achten müsste. Aber ich nehme mal fast an, diese Barren hier, die muss man auf jeden Fall sammeln. Genauso wie diese komischen Tabletten. Aber ob man letztendlich alle Gegner auch killen muss, ich habe keine Ahnung. Ach du Scheiße, ich Kack-Noob. Im allerersten Kack-Level schon verkackt. Oh, ich sehe aber auch gerade, okay, man hat auch nur
2 Health Points da oben links zu sehen an den Herzchen. Und wie ihr vielleicht gerade eben auch in dem Retry-Menü gesehen habt, ich hätte mir jetzt für 25 von diesen Kapseln noch ein zusätzliches Herz dazu kaufen können. Fuck, jetzt bin ich auch schon einmal getroffen worden. Warte mal. Schon einmal getroffen worden. Das ist natürlich mies direkt am Anfang. Weil entweder gibt es keine Checkpoints oder ich habe halt noch keinen entdeckt. Kann ich die eigentlich auch so? Ja. Also durch Springen kann man die Gegner auch kaputt machen. Hui. Ich muss sagen, so auf den ersten Blick kann man ja nicht sagen. Aufs erste Hören ist der Soundtrack auch ziemlich cool. Auch dem Genre angemessen, würde ich jetzt mal behaupten. Weil was will ich mit irgendeiner langweiligen, einschläfernden Musik bei so einem Game? So, erstmal hier wieder das Schuss-Upgrade. Naja. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Sorry, Freunde, für das Pro-Gaming hier, aber ich muss mich ein bisschen erstmal auch daran gewöhnen, wie die Gegner auch reagieren und sowas. Ich meine, das ist ja, weil der zum Beispiel hier, habe ich gerade schon ja gesehen. Gut, man kann auch übrigens nach unten schießen. Wenn ich in Blickrichtung zu dem stehe, dann fangen die an zu sprinten. Das ist vielleicht irgendwie noch später ganz interessant zu wissen. Ach, meine Güte, da werde ich schon wieder getroffen. Also die am besten immer von hinten angreifen. Genau wie die, weil diese müssen uns auch schießen. Ja, gehen wir mal besser unten lang. Okay, und scheinbar ist das auch schon das Levelende, wo es die drei Goldbarren gibt. Also nehme ich mal fast an, You Got Gold ist einfach nur, dass man das Level geschafft hat. Okay, also Jankbaron hat jetzt herausgefunden oder ist zumindest der Meinung, dass scheinbar Gold eine wichtige Währung ist hier auf der Erde und der damit die Weltwirtschaft übernehmen könnte. Ja, und das ist natürlich viel cleverer so, den Planeten zu erobern, als einfach alles platt zu machen. Davon mal abgesehen habe ich bis jetzt nur irgendwelche Roboterbewohner gesehen und sonst noch gar nichts. Egal, gehen wir mal direkt hier ins nächste Level. Ah, und da stand gerade der Tipp, dass diese Silberbarren dafür verwendet werden, um Bonuslevel freizuschalten. Ja, geht das kaputt oder nicht? Doch. Was ist hiermit? Nee. Warum ist da eigentlich so ein Caution-Symbol hier? Nee. Weiß man nicht. Okay. Hier muss man schon ein bisschen den Move machen. Ist natürlich jetzt auch die Frage, ob man irgendwie noch, weil ich habe ja jetzt 2 Silberbarren gerade bekommen. Ich weiß nicht, wie viele es in den Levels gibt. Vielleicht kriegt man auch einen für nicht getroffen werden oder keine Ahnung was.
Ah, jetzt fällt mir auch gerade auf, oben links bei den Herzchen ist jetzt mein Schuss-Upgrade auf dem einen Herz. Vielleicht, wenn ich jetzt getroffen werde, ist auch mein Schuss-Upgrade wieder weg. Ich will es jetzt nicht ausprobieren. Der rennt sogar echt immer weiter, also ist ihm egal, ob da die Plattform zu Ende ist. Der rennt weiter. Na gut. Ach ne, da war ein Silberbarren, den möchte ich mir schon mitnehmen eigentlich. Oh, das war knapp. Das ist jetzt auch der gleiche, das gleiche Musik-Theme wie im ersten Level. Gerade eben habe ich aber so einen Tipp ja gelesen, dass man im Pause-Menü wohl auf die Playlist zugreifen kann, wenn ich das richtig gesehen habe. Muss ich gleich mal ausprobieren. Vielleicht gibt es hier noch wesentlich geilere Sounds, man weiß es nicht. So, was diese kleinen lilanen Gegner noch machen, weiß ich gar nicht. Aber was ist das denn? Wie komme ich denn? Ach ja, natürlich. Der gute alte... Oh, na ja, gut, da war ich ein bisschen zu doof. Okay, also wenn ich in Richtung der Wand drücke, kann ich auch langsam runtersliden. A nice one. So, jetzt gibt's hier Level 1X. Das sind wahrscheinlich immer irgendwelche Bonus-Level oder sowas. Ich nehme mal fast an, da unten 1A und 1B. Da brauche ich diese Kapseln, um es freizuschalten. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ah, hier ist auch noch ein Schloss vor. Okay. Das kann ich also noch nicht spielen, oder? Nein, natürlich nicht. Hier sind. Ja gut, müssen wir jetzt gleich mal ausprobieren. So. Controls. Nee. Gab es hier nicht irgendwo dieses Speed Metal, kann man im... Weiß ich nicht. Oh, was ist das? Ein Jetpack, ja, nice. Aber erstmal hier ein Upgrade holen. Aha. Oh, das ist aber... Da muss man sich aber dran gewöhnen, an die Steuerung von dem Jetpack. Fuck. Ja, jetzt ist tatsächlich auch mein Schuss-Upgrade weg. Ärgerlich. Ärgerlich. Aber gar kein Problem hier. Da unten ist noch ein Silberbarren. Ja, man darf sich nicht so weit fallen lassen, sonst braucht man halt auch umso länger, um dann wieder hochzukommen. Oh, das war knapp. Schade, jetzt hätte ich mal sehen können, was passiert, wenn man zwei Upgrades einsammelt. Oder ist hier... Nee, hier ist ein Herz drin. Nice. Okay. Ab. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, wenn ich alle Gegner zerstöre, deshalb ignoriere ich die einfach mal jetzt. Soweit es geht natürlich. Okay, die Level scheinen auch nicht zu lang zu sein. Ist ja hier bei so Games auch nicht unbedingt immer förderlich. Oh, jetzt habe ich drei. Aber ich habe nur zwei eingesammelt. Hm. Ja,
Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wofür habe ich denn den dritten bekommen? Vielleicht und das unter einer bestimmten Zeit schaffen, das könnte natürlich auch noch sein. Das könnte natürlich auch sein. Was ist das? Ach so, der Coffee Jump. Da springt man scheinbar extrem hoch, wenn man auch voll auf Koffein ist. Na komm schon, den kriege ich doch. Willst du mich jetzt verkackeiern hier oder was? Erstmal da oben das. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wie ich vielleicht schräg nach oben schießen kann, ohne auch dabei nach vorne zu rennen. Entweder bin ich zu blöd oder es ist nicht gewollt. Wobei das auch ganz schön fies dann wäre. Aber wie ihr seht, bin ich im Zielen jetzt nicht der Beste. Hier wieder der alte Walljump. Schuss-Upgrade, sehr gut. Der Kaffeesprung. Aber die Kapsel will ich auch noch haben. Ich will sie alle. Ich bin quasi Ash. Ja, jetzt müsst ihr erstmal nachdenken. Hä, was für ein Ash meint denn der? Ja, denkt mal drüber nach. Puh, I understand. Aber ich verstehe noch nicht so ganz, wie ich scheiße, wie ich den Barren hier kriegen soll. Also, klar, ich könnte einfach ein Hart verschwenden, ein Herz verschwenden, aber das ist doch eigentlich nicht Sinn der Sache. Aber ich will den haben, verdammt. Verdammt. Schade. Okay. Somit ist auch mein Schuss-Upgrade wieder weg. Mal gucken, was wir hier drin haben. Ein Herz, okay. Auch eigentlich ein cooles Spiel für Speedrunner. Weil hier kann man auf jeden Fall, wenn man will. Ja, vielleicht mache ich das einfach. Wenn ich dann irgendwann der Mega-Pro in dem Game bin, dann fange ich vielleicht auch an, das zu speedrunnen. Habe ich ja damals bei Super Meat Boy auch. Übrigens, Super Meat Boy, eins der allergenialsten Plattformer aller Zeiten für mich. Ja. Hier auf dem Kanal auch einige Videos davon veröffentlicht. Könnt ihr euch ja mal reinziehen. Sehr nice. Auch mein Personal Best Speedrun. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall wieder drei bekommen, warum auch immer. So, ich könnte jetzt hier hin. Hier kann ich aber auch hin. Was ist denn hier mit 1x? Ne, da komme ich immer noch nicht rein. Aber probieren wir doch mal 1a. Mal gucken. Bonus-Switch heißt das Level. Mal gucken, was der Bon. Ah, okay. Boah, das kostet direkt 100. Ich habe nur 128. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Hier, hau rein, Junge. Da gibt es auch direkt eine Trophäe für. Oh, okay, understand. Ja, aber hier sieht man auch schon, also hier könnte man noch viel schneller durchrushen. Nur das, möchte ich nicht, weil ich keine Ahnung habe, was hier los ist. Ach so, da hätte ich. Ja doch, nice. Das war zwar eher sehr lucky, sehr glücklich, aber hat ja funktioniert. Also, was soll's. Der ist fies. Der ist fies.
jetzt nicht so hart, wie ich gedacht habe. Ja, komm, das können wir skippen hier. Ja, alles noch sehr human vom Schwierigkeitsgrad her. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das noch anzieht, auf jeden Fall. Ha. Ich sahne ab hier. So, hier können wir noch nicht rein. Erst wenn wir 1,5 geschafft haben. Mindcard. Card. Also entweder fahre ich jetzt hier mit einem Card oder, wie wir ja aus dem Intro gesehen haben, wahrscheinlich, ja, mit einer Lore. Ach shit, da habe ich Kapseln vergessen. Oh Mann, da habe ich aber alles liegen lassen. Ah, da habe ich aber. Boah, das war gar nicht mal so gut. Naja, gut. Auf jeden Fall ein sehr schnelles Level. Kostet das jetzt auch 100? Ja. Das können wir uns noch nicht leisten. Ich habe nur 83. Hätte ich hier vielleicht ein bisschen mehr abgesahnt, hätte das gut funktioniert, aber schade. Gehen wir ins Level 1,6 Brain Blast. Brain Blast, Blast. Ihr wisst, was ich meine. Oh, was ist das? Ein neues Upgrade. Schrotflinte quasi. Kurze Distanz, aber dafür wahrscheinlich sehr stark. Achso, ah, die kann man ja weglatzen hier, die Dinger. Okay, das ist auch interessant zu wissen, wie die Physik hier funktioniert. Hätte ja sein können, dass die Tonnen einfach in der Luft bleiben, wenn man da drunter was wegschießt, aber nein, sie fallen runter. Insofern gut zu wissen, weil wahrscheinlich verliert man auch ein Herz, wenn man davon erschlagen wird. Komm schon, da links gibt's auch garantiert wahrscheinlich einen Silberbarren oder sowas. Ja klar. Ah, da hätte ich an die Wand springen müssen, nicht Honk. Gekonnt, möchte ich sagen. Gekonnt. Okay, aber wenn man hier mit dem Schuss schießt, hat man so einen kleinen Rückstoß, der ein bisschen abbremst. Sollte man vielleicht auch gerade in den späteren Levels nicht vergessen. So. Da wir jetzt wieder über 100 haben, bevor ich dann zu 1,7 gehe, würde ich sagen, machen wir hier Bonus Switch 2 erstmal. Pain wieder 100 Kapseln. Warum auch immer das die Währung ist, um Level freizuschalten. So, ich nehme mal fast an, dass das jetzt schon ein bisschen anspruchsvoller ist. Ah, man kann sich auch ducken. Ha! Perfekt. Ah, du Kackwurst. Hättest du gerne, ne? Och, was war das denn für ein Scheiß-Move? Da habe ich direkt mein Herz verloren hier.
Oh, fies. Nein. Na gut. Ach so, das sind übrigens Brain Vitamins. Gehirnvitamine. Wer kennt sie nicht? So, diesmal bitte den Barren holen, ohne Herz zu verlieren, weil das war auch unnötig. So, wie das auch schon wieder unnötig war, meine Güte. Ach du Kackwurst. Der geht mir aber auf den Nerv da oben. Ja, hier könnte man auch skippen. Den ersten roten braucht man nämlich gar nicht. So. Ne, so funktioniert es nicht. Ich glaube, man muss von dem roten dann da hoch. Probieren wir das doch einfach mal. Ai. Das war knapp. Knappi, knappi, knapp, knapp. So, jetzt aber mal bitte vernünftig. Ja, hat doch geklappt. War zwar knapp, das ist auf jeden Fall, aber hat funktioniert. So, weil hier kann man noch so den Skip machen, wenn man nicht so dämliches Timing hätte wie ich. Naja, aber wir sind ja hier auch nicht im Speedrun, ne? Oh, da war ich sogar. Das darf doch nicht wahr sein. Ach man, mein Timing ist aber auch scheiße gewesen. Na, na gut. Was mache ich denn hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich denke mal, lang ist das Level jetzt nicht mehr. Dann kann ich doch bestimmt so richtig räudig schon abplatzen, bevor er überhaupt was machen kann.
Party. So. 1-7 ist das letzte Level von der ersten Welt scheinbar. Helikopter Havoc. Kommt dann vielleicht ein Boss oder so? Hört sich fast so an. Es ist auf jeden Fall ein anderer Sound. Muss ich hier runter? Jo. Okay. Scheint ein Boss zu sein. Also wenn der keine anderen Attacken macht, ist das aber ein bisschen billig, Alter. Okay. Hätte ich doch bloß mal den Mund nicht so voll genommen. Ah, verdammt. Okay, ich verstehe. Probieren wir das direkt mal. Und wie ihr gesehen habt, das Herz einzusammeln war unnötig, weil wenn man zwei Herzen hat, man kriegt nicht drei. Gut, aber da ich jetzt schon so scheiße war und ein Herz verloren habe. Ah, oben rechts steht auch die quasi die Energie von dem Helikopter. Okay, macht er? Nee, macht er nicht. Doch, macht er wohl. Aber das ist halt sein Todesurteil, weil ich brauche hier nur zu stehen und kann ihn schön weglunzen. Ja, guck schon. Ja gut, war jetzt nicht so mega anspruchsvoll, der Boss. Okay, also hier kriegt man auf jeden Fall keine Silberbarren. Natürlich. Ja, sehr gut. Also nachdem wir den Piloten dann gefragt haben, so wer den eigentlich geschickt hat, das waren die Bankers, die den davon abhalten wollten, das Gold zu stehlen, weil Gold halt das einzig Wahre ist, um die Weltwirtschaft wieder anzukurbeln. Und ja, das hat ausgereicht, damit Jankbrain weiß, wo er als nächstes zuschlagen muss. Aber ich würde sagen, das gucken wir uns auch erst beim nächsten Mal an hier im Financial District. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder bei Jankbrain. Ich bin Chrissy Chris, das war der Arnie Boy Kanal. Wir sehen uns. Haut rein, Freunde.